Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Weiter geht's. So. Ich glaube, das war da. Ich hole mir jetzt die Königsseele. Ich hole sie mir. So. Ja, mit ein paar Schlägen. Nimm das. So. Gelbes Kraut, okay. Okay, so sind die One-Hit. Oh, das war ein Treffer. Amana-Stab? So. Hatte ich den Typ besiegt? Bin mir nicht sicher. Oder ist er einfach geportet?
Ja, ich kann's öffnen. Königsseele. Natürlich öffne ich die auch. Königskrone, Königstulpen. Ach ja, ein paar Sachen kann ich auch wieder rausschmeißen hier. Die Sachen. So. Und die wird mal wieder zu einer Waffe funktioniert. Umfunktioniert. Oh, ich hab den Timer nicht gestartet. Hier reicht der 5 Minuten. Dazu. Ich glaube, ich weiß, wo man das machen muss. Hier. Und ich muss gucken, wo man gut Seelen farmen kann. Ach ja, ich will ja einen Boss ja noch machen, nochmal machen. Verflucht! Das ging schnell. So, die sind alle tot. Du triffst nicht. Bisschen tiefer. Da hing er. Moment, da war ja noch einer. Hallo Magier, du da. Weg mit denen. Und weg mit dir. If you provide, I Handeln. Ach ja, du bist ja auch ein... Ein Schmied? Oh, weia. Das hat auf jeden Fall einen ziemlich großen Vorteil. Auf jeden Fall müsste ich mir wahrscheinlich die ganzen Drachenknochen farmen. Ich weiß auch wo. Come back again if you find. Thank you.
vor feindlichen Panzerungen. Und das ist ein bisschen zu schwer. Nach Majula, ich weiß, ich wäre jetzt nicht normal gegen diese ganzen Spinnen. Ja, ich hab Fett, Raul. Verstärken Rüstung. Wie viel wiegt die denn? Ah ja. Jetzt ist die Frage: Reicht das? Nein! Wieso hatte ich das eigentlich auf 5? Ja, das hier ist jetzt nur zur Zeit. Eine Übergangsrüstung, würde ich sagen. Thank you.
Moment mal. Ja, so geht es. Ich werde auf jeden Fall noch mehr, wenn ich mehr Seelen habe, werde ich mir meine Rüstung hochpimpen. Moment. Erstmal gucke ich. Noch genug Titanitbrocken, gut. Denn das wird wichtig noch. Ich will mir auf jeden Fall doch eine passende Rüstung hochpushen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich muss jetzt... welche DLC mache ich zuerst? Das hier. Und da werde ich mir doch erst zuerst mal eine Waffe mal, die Toxic macht, craften. So, Asketenleuchtfeuer. Na toll, jetzt bin ich vergiftet. Was mir egal ist, weil ich das ja sowieso negiere. Hallo, Boss. Nimm das. Wir brauchen wieder ein bisschen Ausdauer. Komm her, weg vom Feuer. Ja, die macht ein bisschen Schaden. Komm her, komm, komm. Nicht ins Feuer. Was sollte das denn? Du gräbst mich nicht. Nö, 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 komm her, komm, 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 komm vom Feuer weg.
Ja. Dieser Rundumschlag ist ein bisschen gefährlicher. So. Und ab ist das Teil. Ah, da war ja das Feuer. Damit willst du zuschlagen? Denkt ihr noch, er hätte seine Hand? Oh, er hat wieder eine Hand. Und weg. Das war einfach. Hundertsiebzigtausend. Ja, ja. Das ist etwas, das ich haben will. Ja, 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 ja. Und deswegen war ich eigentlich hier. Das andere war nur noch ein kleiner Nebeneffekt. Naja, ich will jetzt keine Fackel anzünden. Ich will hier einfach durch. Ich mag diese Schwert. Das hat so viele Schläge und hat kaum Schaden genommen. Was für eine Stabilität hat das denn? What? 220! Wow! Das hält lang! Ich glaube, das ist bei Sinn sehr nützlich. Macht er nicht die Rüstung ein bisschen kaputt, besser die Waffen? Ach ja, und da unten ist praktisch mein Farmgebiet. Für, wie heißen sie? Die fossilen Drachenknochen. Ich mag dieses Untergrundschwert. Ich mag es. Jetzt schon. Das ist bis jetzt mein Favorit. Blöder Magier, weg da. So. So.
So, und weg sind sie. Okay, der ist jetzt mit einem Schlag tot bei dem. Handeln. Zehntausend? Die Seele des Verkommenen. Will ich die so nutzen? Ja, eskaliert halt mit Stärke. Komm, kann ich mehr? Wo kommen die hier noch? Nö, sind alle weg. Na. Es macht Finsternis Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verstärken will. Das will ich auf jeden Fall hochpushen. Weil hatte ich denn das hochgepusht? Ach, früher mal, ich habe es quasi. Und eine weitere Scholle. Ja, so ungefähr habe ich es mir gedacht. Nur, was stecke ich die restlichen...
fine. Ja. Ah, mein Nachbar Jula. Bitte? Wieso sind die rot umrahmt? Die drei sind rot umrahmt. Wieso? Weil da welche sind gerade oder was? Auf jeden Fall ist dieses Ultra-Gottschwert meine Lieblingswaffe. I knew. Oh, ich habe keine Titanit-Brocken mehr. Verdammt. Visit me again. You would. I'll be around. Eigentlich kann ich die Rüstung lassen. Kaufen. Visit me again. What? You're again. Einmal eine Bosswaffe. Eine ganz bestimmte. Wo ist sie denn? Wo ist diese Axt? Ach so, da fehlen mir ein paar Seelen. Also egal. Da fehlen mir auch die Seelen. Habe ich die Drakenblutgamaschen schon? Ja.
Eine Soße schon gut. Eigentlich habe ich schon eine gute Rüstung. Es, sozusagen kommt es immer auf... das an, was... was ich gerade für eine Waffe nehme. Und ich weiß schon, was ich auf jeden Fall machen werde, wenn ich an diese eine Stelle komme. Das Farmen bis zum Umgehen geht nicht mehr. Hab ich den entsprechenden Ring. Goldener Schlangenring plus 2 habe ich, also kann ich ja gut farmen gehen. Wenn ich da bin zumindest. Es dauert. Man muss da nämlich auch erstmal hinkommen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und... wie ich gerade merke, wie der Schwert einfach mal so größer ist als man selbst. Also würde ich sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und... bis zum nächsten Part.